Jedes Jahr im Mai ist Freisach für eine Woche Schauplatz der europäischen Toleranzgespräche. In Zeiten zunehmender Verwirrung und politisch geschürter Ängste dank Fake News, digitaler Kriege, erstarkendem Nationalismus und Euroskeptizismus wollen die Organisatoren des Denkraum Freisach für mehr Mut, Hoffnung und Orientierung im politisch-medialen Dschungel sorgen. Über 40 Expertinnen und Vortragende aus Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und Kultur kamen zu Wort. Das diesjährige Motto: Sehnsucht nach Europa. Über die Suche nach dem verlorenen Paradies. Die Eröffnungsrede in der evangelischen Kirche in Freisach hielt der deutsch-türkische Autor Dogan Akanli, ein in der Türkei mehrmals verhafteter und eingesperrter Menschenrechtsaktivist. So scheint mir, dass wir mit den aktuellen Problemen Rassismus und Nationalismus in Europa, globale Armut, Reichtum und Geflüchtete in der Welt nur umzugehen, wenn wir uns mit der kolonialen und überdimensionalen Gewaltgeschichte von Europa auseinandersetzen. Im Vorfeld der Expertengespräche in Freisach diskutierten Schülerinnen und Schüler in Villach im großen Bambergsaal mit dem Jugend-EU-Botschafter Ali Maloji und der Digitalbotschafterin Ingrid Brodnik über Gewalt an Schulen, Lügen im Netz und welche Möglichkeiten es aus ihrer Sicht gibt, die Welt zu retten. Zum Abendempfang im Hotel Holiday Inn kamen auf Einladung der Organisatoren der europäischen Toleranzgespräche auch zahlreiche weitere prominente Persönlichkeiten aus allen Schichten der Gesellschaft. Wir haben sicherlich die Möglichkeit, vor allem mit der Jugend, einen Pakt zu schließen und ihnen zu helfen, dass sie eine Chance bekommen. Vielfältig, spannend und abwechslungsreich waren die Themen. Wir müssen lernen, mit der Natur zu leben und nicht mehr gegen die Natur, wie das jetzt der Fall ist. Also 100% Energieversorgung künftig über erneuerbare Energie heißt Sonne nutzen, Windkraft nutzen, Erdwärme nutzen, in Österreich Bioenergie nutzen. Ihr habt ja große Vorteile in Österreich, das schneller zu machen als wir in Deutschland. Ihr habt allein 70% eures Stroms aus Wasserkraft. Das bringt eben die Geografie von Österreich mit sich. Also Österreich kann in 10 Jahren zu 100% erneuerbar sein. Das ist gar kein Problem. Zu Europa gehören alle diejenigen, die unsere Verfassung akzeptieren. Unsere säkulare Verfassung und pluralistische Demokratie. Und da spielt es keine Rolle, ob man Muslim, Christ oder Atheist ist. Man kann heutzutage mit relativ wenig Expertenwissen aus diesen unglaublich vielen Daten, die man in Sekundenschnelle verarbeiten kann, unglaubliche Informationen entwickeln und daraus sich selbst, aber letztendlich auch das, was man tut, viel besser machen. Umgekehrt, gar nichts oder wenig über die Digitalisierung zu wissen und es eher zu verteufeln, damit läuft man Gefahr, dass man wirklich abgehängt wird und dann wird man wahrscheinlich nicht profitieren, sondern eher verlieren. Ich glaube beides. Ja. Es ist sowohl Fluch als auch Segen, aber aus meiner Perspektive mehr Segen, weil wenn ich vernünftig damit umgehe, kann ich doch deutlich mehr aus meiner Zeit, aus meinem Leben und aus den Beziehungen mit den Menschen rundherum natürlich auch machen, aus meiner Sicht. Das Schwierige ist, auf Augenhöhe zu kommunizieren. Das ist nicht so leicht für Europäer, aber ich bin optimistisch. Die junge Generation, die das macht, es gibt eine riesen Start-up-Bewegung in afrikanischen Ländern und die ist total vermischt mit Europäern, Amerikanern, international. Die zeigt uns das vor, wie das geht. Ja? Und das Big Business kann da einiges davon lernen. Wir sind in einer Vielzahl von Think-Tank-Runden und Diskussionsrunden, die einfach meinungsbildend tätig sind, engagiert, weil wir den Gedanken einer ökosozialen Marktwirtschaft vorantreiben. Groß fiel das Lob für den Veranstalter aus. Also es gelingt dem Wilfried Seiwald, dem Organisator, da wirklich immer ganz hochinteressante Leute hier zusammenzubringen. Leute, die auch aus unterschiedlichen Kulturen kommen, ganz unterschiedliche Schicksale hinter sich haben und die da wirklich zeigen können in aller Breite, was sich momentan so im europäischen Geistesleben abspielt. Und es ist eigentlich stetig gewachsen. Ich meine, man hat es ein bisschen ironischerweise gesagt, man wird das bessere Alpbach werden oder so irgendwie. Ne? Und das ist natürlich für mich zum Teil jetzt auch ein Negativbeispiel, tatsächlich Alpbach. Ne? Dass sich natürlich die Dinge so einschleifen, dass man dann nur mehr so eine Art In-Group dort hat, die dort erscheint und eigentlich eine Diskussionskultur pflegt. Also wenn man ehrlich ist, die ziemlich langweilig ist. Und ich glaube, hier darüber zu diskutieren, das bringt alle weiter. Vom Wirtschaftskapitän
bis zu Leuten, die vielleicht Probleme im Privatleben haben. Und ich finde auch, dass der Dr. Seiwald von der Auswahl der Podiumsdiskutanten ein extrem gutes Händchen hat. Und ich traue mich das auch zu behaupten, weil ich war auch beim Forum Alpbach. Das ist inzwischen eine Riesenveranstaltung. Ich finde, Toleranzgespräche stehen im Forum Alpbach um nichts nach. Im Gegenteil, es hat einen Zusatzaspekt, den man vielleicht sonst bei Diskussionsveranstaltungen nie findet. Ich glaube, dass man solche Veranstaltungen nur am Lande machen kann, wo man sich konzentrieren kann auf den wirklich, das klingt jetzt ein bisschen stolz, auf den wirklich intellektuell hochstehenden Diskurs. Und das ging in der Stadt gar nicht. Daher finde ich das toll. Ich finde die Themenwahl super. Ich finde auch die Referenten. Und ich bin auch sehr dafür, dass es emotionale Diskussionen gibt.